Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich wieder ein Unboxing für euch, aber heute habe ich euch kein Mediabook mitgebracht, weil das Mediabook zu dem Film, den ich euch heute auspacke, habe ich euch schon ausgepackt, und zwar vor ein paar Monaten, genauer gesagt im April. Es geht um die 4K Ultra HD Version von Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme. Der kam damals in verschiedenen Mediabooks raus. Das hier habe ich euch ausgepackt, und das hier ist mittlerweile, man hätte es ahnen können, ausverkauft. So, jetzt sind aber da draußen trotzdem viele, viele Leute, die diesen Film richtig gut finden, und sie hätten gerne eine 4K Ultra HD Disc in der Sammlung, haben aber kein Mediabook bekommen. Oder möglicherweise mögen sie auch gar keine Mediabooks. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Leute, die mögen keine Mediabooks. Sie sind groß, sie sind sperrig. Klar, kann ich verstehen. Ganz witzig, ich mochte früher übrigens auch keine Mediabooks. Hat mich immer geärgert, wenn ich welche gekriegt habe, weil mir die einfach viel zu viel Platz weggenommen haben. Mittlerweile liebe ich Mediabooks. Aber ja, na, so sind die Geschmäcker halt verschieden. Alle Leute, die kein Mediabook bekommen haben oder kein Mediabook haben wollten, haben jetzt die Möglichkeit, den Film als 4K Ultra HD Scheibe in die Sammlung aufzunehmen, und zwar in Form eines Steelbooks, das jetzt brandneu von Capelight Pictures auf den Markt gebracht wurde. Und ja, ihr seht schon, ne, das sieht so ähnlich aus wie die Rückseite von der Mediabook-Version. So, und jetzt würde ich sagen, auch wenn das eigentlich nicht mein Ding ist, wir packen das Steelbook mal aus und gucken es uns mal ein bisschen genauer an. Upp. So, hier ist es also, das Steelbook zu Newt Arnolds 1988 gedrehtem Film Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle. Wenn ich mich nicht sehr täusche, aber da will ich mich jetzt gar nicht festlegen, war das auch seine erste Hauptrolle. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Steckenpferd. Deswegen hat das Review zu diesem Film auch mein lieber Kollege Jörn verfasst. Das Review dazu findet ihr übrigens auf blu-raydisc.de. Dazu braucht ihr nur unten auf den Link zu klicken, und ja, da findet ihr dann auch dieses Produkt hier zum Bestellen. Also über Blu-ray-Disc, nicht über mich, ich habe da nichts von. So, wir packen das jetzt mal aus. Hierfür benutze ich jetzt ganz bewusst den Zahnstocher, weil bei Steelbooks, ja, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, sagt er und rammt den Stängel hier rein und rubbelt wie ein Wahnsinniger. So, ich versuche das Ganze ein bisschen vorsichtig aufzumachen. Ja, also ich sage ja, Steelbooks sind nicht mein Steckenpferd, was daran liegt, dass sie einfach viel zu empfindlich sind für meinen Geschmack. Kurz falsch angepackt oder auf dem Postweg schon, und schon ist eine Delle drin oder ein Kratzer, und das ist dann halt wirklich ärgerlich. So, und trotzdem haben wir hier jetzt ein Steelbook auf dem Tisch liegen, das übrigens auch der Jörn bekommt, weil, ja, ne, der sammelt die halt. So, ja, wir haben dieses Steelbook in einem Steckschuber drin stecken. So, wir haben hier also einen Steckschuber, ja, der sieht quasi hier so hier aus, ja, und hinten drauf haben wir das gleiche draufstehen, was auch beim Mediabook hinten auf der Vorlagekarte stand. Und da, klar, warum auch nicht? Es ist ja nicht nur der gleiche Film, es ist quasi das gleiche Produkt, nur in einer anderen Verpackung. Man könnte jetzt ganz böse sein und sagen, alter Wein in neuen Schläuchen, aber das ist nicht ganz korrekt, weil es handelt sich ja auch hier um die 4K-Version, und die ist jetzt ja nun nicht wirklich alt. Der Film selber, klar, von 88, aber es gibt ja zeitlose Klassiker, und das hier scheint einer davon zu sein. Ich persönlich, wie gesagt, kann da nichts mit anfangen, aber es gibt halt viele Leute, die mögen das. So, dann haben wir hier jetzt auch nochmal den Hinweis: 4K Ultra HD, HDR High Dynamic Range mit Dolby Vision und HDR 10 Plus. Haben wir alles mit dabei, aber der Schuber interessiert uns wenig. Wir wollen uns ja das Steelbook anschauen, und da haben wir direkt einige Sachen, die ins Auge fallen. Zum einen haben wir hier eine Prägung, wir haben eine Randprägung, das ist schon mal Punkt 1, den ich cool finde. Dann haben wir auch noch den Titel auch noch geprägt, auch das finde ich ziemlich geil, und Jean-Claude Van Damme ebenfalls geprägt. Das ist also, hier hat man alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Das Artwork vorne drauf, ja, mir gefällt es nicht so gut, aber das ist halt, ja, die Fans mögen das. Und ich muss sagen, auch dass der hier so runtergeht über diese Randprägung drüber, das ist auch richtig, richtig gut gemacht. So, auf dem Spine haben wir draufstehen Bloodsport. Ja, klar, was soll sonst draufstehen? Schön wäre natürlich, wenn wir was scharf kriegen. So, da ist es.
scharf. So, dann haben wir unten den Hinweis auf MGM und auf die Ultra HD Disc, die sich drin befindet. Oben haben wir den Hinweis auf die Blu-ray und auf der Rückseite haben wir, ich würde fast sagen, seinen Gegner. Aber bitte, ich weiß es wirklich. Ich habe den Film noch nie gesehen und ja, da wird sich auch so schnell nichts ändern. So, und hier haben wir auch schon, ihr seht das, hier ist schon eine kleine Delle drin. Und genau das meine ich, ja. Eine winzig kleine Delle, die wird auf dem Postweg reingeschlagen worden sein. Hier, kann man das sehen? So richtig sieht man es ja doch, wenn ich das Licht, ich habe ja viel Licht. Ja, man hat hier schon eine kleine Delle. Das ist, ja gut, mir persönlich ist es egal. Hier, da kann man es gut sehen. Da kann man die Delle gut sehen. Mich persönlich stört das nicht so sehr, aber ja, es ist ein Ärgernis. Es ist einfach wirklich ein Ärgernis, das nicht sein muss, aber es ist halt so. Ja, bei Mediabooks passiert das eher selten, dass da Dellen drin sind. So, dann haben wir hier einmal die 4K Ultra HD Scheibe, die schaut so aus. Und hier haben wir ebenfalls Dolby Atmos, die Blu-ray drin liegen. So, zack. So. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, war das andere nicht ein 3-Disc? Ich meine, ich könnte ja mal gucken, ne? Ich habe sie ja noch hier liegen. Aber nee, das waren auch zwei Blu-rays. Genau. Genau. Eine Blu-ray und eine 4K. Das heißt, hier haben wir also jetzt auch noch die Blu-ray drin liegen. Und das bedeutet, ihr habt hier exakt den gleichen Inhalt wie auch im Mediabook. So. Und dann haben wir hier auch noch einen Innendruck. Ebenfalls schön. Der ist schwarz-weiß. Aber, ja, das stört jetzt eigentlich wenig. Das heißt, wir haben hier also ein Steelbook mit einer Prägung. Und in diesem Steelbook haben wir die 4K Ultra HD Disc drin liegen und auch noch die Blu-ray Disc, also der Film in beiden Mediaformaten. Und ja, da gibt es eigentlich absolut gar nichts zu meckern. Eine schöne Neuveröffentlichung, finde ich. Und wer kein Mediabook bekommen hat oder keins wollte, wird hiermit sicherlich zufrieden sein. Erhältlich ist das Ganze, wie gesagt, seit dem 14.04.2023. Und wenn ihr auf den Link unten in der Infobox klickt, findet ihr auch noch eine ausführliche Rezension von meinem Kollegen Jörn. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil!